aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitterlüt. Sie kommen aus der ganzen Schweiz. Sie sind modern und gleich auch traditionell. Sie sind so vielseitig wie ihre Dialekte und haben eine gemeinsame Leidenschaft. Diese 7 Frauen stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Ich heiße Theresia Hohlenstein, komme von Brüllisau im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Ich bin Beatrice Meyer von Luestdorf im Kanton Thurgau. Ich bin Sonja Schild von Iselkalt im Berner Oberland. Mein Name ist Rita Kaufmann und ich bin aus dem luzernischen Kummerau. Ich bin Christa Kreienbühl, wohne in Zoberhünigen im Emmental. Ich bin Christa Straub aus Attenwil, das liegt im Kanton Aargau. Und ich bin Ina Pedrun und komme von Lawin im Engadin. Das ist die 10. Staffel von SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Ich lang jetzt einfach drin, ich kann ja vorne tanken. Es hat wunderbare rote Farbe angenommen. Diese Woche steht Beatrice Meyer am Kochherd. Zum Hauptgang gibt es Coq au vin. Also Gückeli, die 10 Stunden im Wein eingelegt war. Jetzt muss das Fleisch in die Bratpfanne. Zur Unterstützung beim Kochen ist eine gute Freundin aus dem Nachbarsdorf gekommen. Verena Kalbs. Wenn es zu fest ist, schreist. Ist gut. Die heutige Fahrt geht ins Thurgau, genauer gesagt auf Luestdorf. Die anderen Landfrauen diskutieren, wie es der Beatrice gerade so geht. Sie ist eine ruhige, so gegen aussen, obwohl sie innerlich, ich habe das Gefühl, schon sehr beschäftigt, schon alles, was jetzt da läuft und so. Aber ich habe das Gefühl, so gegen aussen ist sie sehr. Ja, sie ist wirklich ruhig. Ja, sie ist sehr ruhig, ja. Ich glaube, sie ist mega nervös. Glaube ich, ja. Ja, sie ist sicher sehr angespannt, aber sie hat sicher alles. Sie überlässt nichts im Zufall. Ja. Ich denke, dass Bea unheimlich aufgeregt ist. Und der spannende Moment, ob das genug heiß ist. Der angebratene Coq au vin will sie jetzt flambieren. Ich bin ganz nah am Geschehen. Achtung, kleine Kopf zurück, sonst ist das deine Frise. Das war zu spät. Noch etwas mehr Calvados. Vielleicht klappt es dann besser. Was heisst das jetzt für einen Hauptgang? Ja, es gibt, ich weiss nicht, flambieren, es gibt einfach noch einen speziellen Geschmack dazu. Aber ich glaube nicht, dass sie das merken. Im Kanton Thurgau sagt man noch Mostindien, weil man da so viel Äpfel anbaut. Ist das schon ein Hinweis auf das Menü? Also ich denke schon, dass sie im Menü Äpfel drin haben. Ja, dass das vorkommt. Ich glaube nicht, dass sie etwas mit Äpfel macht. Ich habe das Gefühl, das Klassische. Also gar nichts. Ja. Vielleicht täusche ich mich. Wir warten von der Bea etwas Leichtes. Also es ist schwierig zu sagen von ihr, weil ich weiss auch nichts, was sie gerade produzieren auf dem Hof. Aber ich habe noch gedacht, warum man nicht Fisch? Etwas Leichtes denken wir. Vielleicht eben Bulle habe ich mir vorgestellt oder so. Aber ich weiss es auch nicht. Jawohl, Poulet gibt's, das stimmt. Beatrice hat etwa 10 eigene Hühner auf dem Hof. Und die liefern Eier für die Vorspeise. Boschieren, also im Wasserbad kochen, will sie die. Das ist nicht ganz einfach. Boschierte Eier machen ist immer sehr heikel, wenn man nicht weiss, wie das rauskommt, wie es reingleitet, wie es aussieht, was für eine Form das sie bekommen. Man muss halt genug Eier auf der Seite haben. Und
Und dann ist das Ziel der heutigen Tafurunde erreicht, der Grubhof. Das Wetter könnte nicht prächtiger sein. Und das Apéro steht pünktlich parat. Hoi. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt euch überbewegen zum Apéro. Hallo, Bea. Hoi. Bea, hoi. Herzlich willkommen. Wie ist das? Wir sind im Kanton Thurgau und da drin hat es drei Öpfelgeister und Öpfelchampagner. Den Werner, den haben wir schon kennengelernt. Und zur Begrüßung haben wir euch noch ein paar Rosen gestellt, dass wir nicht so eine kleine Familie sind. Nina. Theresia. Sonja. Theresia. Würdet ihr euch dann auch einfach bedienen? Das ist Thurgauer Focaccia. Juli, das zeigt euch. Ja, ist der Hofhund auf diesem etwas abgelegenen Hof, mitten im Thurgau. Auf dem Grubhof gibt es keine Kühe, sondern Ross. Genau gesagt, Vollblut-Araber. Und zwar 12 Stück. Sie sind ganz stolz vom Ehepaar Meier. Das gibt einen Haufen zu tun, jeden Tag. Vor 20 Jahren ist Bea wegen der Liebe auf den Hof gekommen. Von Ross hat sie dann noch keine Ahnung gehabt. Das hat sie zuerst alles lernen. Heute gehört das zum ganz normalen Alltag. Hoppla. Das ist eigentlich der schönste Teil vom Hoflebens, dass man mit der Ross rausgeht und zum Abend wieder reinholt. Und auch sieht, wenn man sie reinholt, ob sie verletzt sind, wie sie sich fühlen, ob irgendetwas war, was man noch pflegen muss. Beigebracht hat er das alles ihrem Mann, der Werner. So viel Glück. Die Bea ist nicht auf dem Land und schon gar nicht auf einem Reithof aufgewachsen. Am Anfang ist ihr das Landleben schwer gefallen. Die Umstellung für mich, hier hinzuzügeln, war sehr gross. Weil ich hier auf einen Hof kam, alle haben gemeint, da kommt jetzt eine perfekte Reiterin, die hat mit Ross zu tun. Und ich war für alle das, was sie überhaupt nicht erwartet haben. Und ich habe ein Zeit gebraucht, bis ich mich hier eingelebt habe und wohlgefühlt habe. Auf diesem Hof hat es auch noch viele Büsse. Die sind alle zu Gast. Meyers führen ein Katzenhotel. Chefin vom Hotel ist Bea. 16 Doppelzimmer mit oder ohne Balkon vermietet sie. 24 Stunden kosten zwischen 24 und 29 Franken. Liebevolle Betreuung inklusive. Ich tue mich jetzt orientieren, wer was überkommt. Es sind so eine Katzen, die unser Futter essen und andere Katzen, die einige Sachen mitgebracht haben, dass ich da kein Genusch mache. Vor allem in den Ferien und an den Feiertagen, wie zum Beispiel Weihnachten, ist das Hotel fast ausgebucht.
Das Katzhotel haben wir ganz am Anfang eingerichtet, weil wir nicht recht gewusst haben, ob der Reitbetrieb sich dreht. Und dann haben wir gedacht, noch ein zweites Bein wäre vielleicht nicht schlecht. Ist am Anfang nicht wirklich gelaufen, weil wir ja sehr abseits wohnen. Mittlerweile haben wir ganz Haufen Stammkunden, die einfach ihre Katzen jeweils zu den Ferienzeiten bringen. Die Busle Mira wohnt sonst zu Meilen in Zürich-Biet. Heute kommen die Besitzer nach 2 Wochen zurück von Ibiza. Geht's miteinander? Gut, Frau Güntensberger, Sophie. Haben Sie schöne Ferien gehabt? Ja, danke. Und Sie, wie geht's? Es geht gut, danke. Wir hatten streng gehabt. Viele Katzen im Moment. Sie ist nicht da. Jawohl. Also, ich kann noch schnell sagen, wegen Sie haben mir ja das Futter gegeben. Ja. Und sie hat das also Rübis und Stübis aufgefressen. Und ich denke, sie ist an der unteren Grenze. Ja. Sie hat Hunger, habe ich das Gefühl. Hm? Sie tut mich immer, wenn sie mich sieht, zuerst mal anfauchen. Aber nachher ist sie durchaus anhänglich. Ja, da hat sie das Deckchen drin. Die 9-jährige Mira ist ein langjähriger Stammgast. Bringen sie eigentlich, seit wir sie haben, dahin. Und ja, sie ist halt in ihrem Zimmer und abgeschottet eigentlich von den anderen Katzen, weil sie ist jetzt nicht so die sozialste. Ja, dass sie eigentlich nicht verletzt wird oder auch andere Katzen. Es ist Abend. Langsam müssen noch die Hühner in Stau. Auf dem Grubhof hat es neben den 4 Enten ganz verschiedene Hühnerrassen. Die meisten haben Meyers im Freilichtmuseum Ballenberg geholt. Auf dem Menüplan für das Landfrauenessen am Samstag steht bei der Bea ja Coq au vin. Hat sie sich schon entschieden, welches Hühnchenbau zum letzten Mal kreit? Von denen ich mit nie irgendein Hühnchen oder einen Huhn in den Topf. Das würde ich nie übers Herz bringen. Noch mal Glück gehabt. Dreimal in der Woche fährt Bea vom Thurgau auf Rapperswil, wo sie Schule gibt. Die Fahrt vom Land in die Stadt geht eine ganze Stunde. Aber für Bea ist das kein Problem. Ich bin im städtischen Raum aufgewachsen, habe dort die Schule gemacht und erst später aufs Land rausgekommen. Und ich geniesse den Wechsel zwischen Stadt und Land sehr. Ich kann nicht nur einfach auf dem Grubhof leben, sondern ich brauche auch noch den Wechsel mit meinen Schülern und komme aber auch gerne wieder auf den Grubhof zurück. Und für mich ist das eine ideale Kombination. In Rapperswil führt sie eine Schule für Nachhilfe und Prüfungsvorbereitungen. Und sie unterrichtet auch selber. Zentimeter ist ein 100er-Schritt, das hast du hier auf deiner Liste. Ja. Wir gehen von der kleineren Sorte in die größere Sorte. Das heisst, wir müssen das Ergebnis um 2 Stellen kleiner machen. Dann gibt es die 0,01, die du gesagt hast. Okay. Wenn ich sage, von kleineren zu grösser wird es kleiner. Ja. Von sie schaut, dass die Kinder im öffentlichen Schulalltag wieder mithalten können. Die direkte Unterrichtsform liegt ihr besonders. Ich finde diese Art von Schule geben, dass man sehr persönlich auf sie eingehen kann, finde ich sehr befriedigend. Also, wenn ich vor einer Klasse stehe und 20 Kinder habe, dann kann ich nicht jedes Einzelne im Auge haben. Und so habe ich 1-zu-1 Unterricht und komme auch ganz spontan Antworten über und merke, wo das happert. Und das finde ich total schön. Die Bea ist die einzige von den 7 Landfrauen in diesem Jahr, die keine Kinder hat. Eigene Kinder hat sie sich nie gewünscht. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich kein Kind will, weil ich Schule gegeben habe. Und eigentlich
viele, viele Stunden mit Kind verbringen und dann am Abend nicht ein Kind muss haben. Ja, das ist ein Hundert von haben. Gut, ja, wunderbar. Zurück auf dem Grubhof. Am Morgen gibt sie Unterricht und am Nachmittag überkommt sie Unterricht. Reitstunde ist angesagt, ganz sattelfest ist sie noch nicht. Eigentlich müsste ich viel besser reiten. Ja, alle werden jetzt erwarten, dass ich super gut reite, aber ich bin eigentlich die Schwächste jetzt von dieser Gruppe. Der Werner ist Reitlehrer und Pferdetrainer. Einmal in der Woche macht Bea bei ihm einen Kurs mit. Wir machen mal mit dem Pattern weiter, wo wir das letzte Mal angefangen haben mit euch zwei. Dass er das erste Mal die beiden Schlaufen von den beiden Seiten mit ein bisschen Stellung. Ich tue mich halt zum Teil sehr versteifen und wenn ich dann so steifen Rücken mache, dann klappt es nicht so gut. Und wenn ich lockerer wäre, würde es auch ein bisschen harmonischer aussehen. Schön gerade richten, Vertikalkontrolle gut. Und jetzt gerade richten, ein bisschen nach links sitzen. Gut. Auf dem Reitplatz hat der Werner zu sagen. Aber ich muss ihn nicht so in Wertstellung geben, das kann ich nämlich nicht. Stellung, ein bisschen Stellung, schon. Okay. Sie hat genau die gleichen Probleme wie alle Reiter. Sie wirken zum Teil noch viel stark hin mit den Händen. Und ich will, dass ihren Sitz mehr daran denken, dass Ross mit dem Sitz reiten können. Nicht so knurzen. Bleib sie vorwärts, komm, vorwärts. Reite ein bisschen mehr vorwärts. Gib sie ein bisschen mehr. Du bist steif und reitest sie nicht. Du musst ein bisschen mehr vorwärts mit ihr. Im wirklichen Leben brauche ich eigentlich nicht, dass mir jemand sagt, was ich machen muss. Aber da ist das völlig okay. Sitz nach links, sitz nach links. Gut. Nach links. Gut. Gut, das lange. Danke euch immer. Wenn ihr Leben auf dem Hof etwas anders ist als das von vielen Bäuerinnen, sie fühlt sich trotzdem als Landfrau. Landfrau kann man durchaus durchgehen lassen, weil ich ja wirklich alle Arbeiten hier auf dem Hof auch verrichte. Und Landfrau heisst ja nicht nur im Stall arbeiten, sondern heisst auch kochen, im Garten sein, alles schön machen, Blumen. Für mich ist das eine Landfrau. Neben den Blumen pflanzt Bea auch viel verschiedenes Gemüse an. Der Landfrau hat sie eigentlich der eigenen Spinat auftischen. Da wäre noch mein Spinatfeld. Ich musste es leider austun, weil es mir mit dem schlechten Wetter den Frühling so aufgestängelt hat. Zuerst ist er wunderbar und ich habe gemeint, das gehe gut, aber jetzt muss ich ihn leider auf dem Markt posten. Die Bohnen haben aber überlebt. Die Beatrice macht für die Gäste auf dem Reithof einen Salat zum Znacht. Heute gibt es einen Bohnensalat, weil es muss schnell gehen und ich muss immer schauen, dass ich das vorbereiten kann in einer Pause. In der Küche ist Bea der Chef. Sie kocht, was sie will. Gerne hat sie besondere Kombinationen. Das Rezept habe ich selber ausgedacht, weil ich habe Tomaten im Garten, Bohnen im Garten. Und das ist dann noch schneller mit etwas kombiniert und ich habe einfach ausprobiert, bis es für mich gestimmt hat. Dazu kommen noch Mozzarella-Kügelchen. Und auf die Soße kommt es drauf an. Ich habe sehr gerne eine essighaltige Vinaigrette, die noch die Würze vom Basilikum noch ein bisschen verstärkt. Ihre Mann weiss ihre Kochkünste schätzen. Der Werner ist nicht heikel beim Essen. Er isst eigentlich alles gerne, was ich serviere. Viel heikler ist es im Stall. In
jedes Ross hat seinen eigenen Menüplan. Der Werner stellt die 12 verschiedenen Futtertöpfe zusammen, ganz nach Alter, Leistung und Zustand des einzelnen Ross. Die Vollblut-Araber sind vor allem seinsreich. Wir sind so ein gutes Team. Wir ergänzen uns in jeder Hinsicht eigentlich. Und es ist nicht nötig, dass eben, es hat jedes sein Ressort, wo's drin gut ist. Und da sagt man, muss man ja am anderen nicht reinschwätzen. Das gibt's gar nicht. Das ist gar kein Thema. Unsere Beziehung beruht irgendwie auf Selbstständigkeit. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seinen eigenen Bereich, wo er voll für sich sein darf. Und gewisse Zeit verbringen wir dann ganz nah zusammen. Und so der Ausgleich zwischen ganz nah und aber doch jeder lässt dem anderen die Freiheit, braucht es, sonst würde das nicht funktionieren. Mach mich nicht zu lang. Tschüss. Danke schön. Zum Wohl, ja. Zum Wohl. Wie findet ihr denn meinen Salat? Schon nicht probieren. Mein Lieblingssalat. Salat mit Zwiebeln, genau. Fein. Die Kräfte. Also es hat schon. Das Landfrauenessen rückt immer näher. Noch ein Tag und dann ist es soweit. Was noch fehlt, ist der richtige Wein. Im Thurgau gibt es nicht nur Äpfel, sondern auch Wein. Hier am Islisberg ist das Bio-Weingut Lenz daheim. Der Wein ist besonders wichtig. Es gibt ja Gock und Wein. Hier haben wir jetzt unsere Selektion Rot. Ein Assemblage aus 3 verschiedenen Traubensorten. Etwas, das eigentlich so ein bisschen als Allrounder anzusiedeln ist. Passt zu allem. Ich denke, man schmeckt es so in die Nase. Es hat eine Geräuscharomatik, aber es hat auch einen schönen Beerenmix. Aber wenn du sagst, es ist so ein Wein für alles, passt denn das für meinen Kokowin? Also da hast du schon recht einen robusten Wein von dem her. Und ich denke, so wie du vermutlich den Kokowin wirst zubereiten, darf es eben vielleicht ein bisschen etwas feiner sein. Ein feines Tröpfchen ist etwas, das beiden gefällt. Wir tun den Wein, wenn wir einen Wein kaufen, immer zusammen auslesen. Also, es gibt manchmal, dass sie das Gesicht verziert und sagt, vergiss es. Und, vielleicht würden wir noch wundern, aber dann sage ich, okay, es gibt noch einen Haufen anderen Wein. Und manchmal ist es umgekehrt. Und dann tun wir uns einfach bei dem einigen, der beiden passt. Es gibt so viel Wein und wo finden wir immer etwas, das beiden passt. Ja, und ich tue dann am Abend immer sagen, was ich koche, und er sucht dann den passenden Wein dazu aus. Heute muss aber die Bea bestimmen, weil sie ihren Gogouvin dann auch in diesem Wein kocht. Da noch Frauen am Tisch sitzen, denke ich, ist der lieblicher. Und ich glaube, ich bevorzuge ihr den Wein. Was meinst du? Ja. Und du, den mag ich auch gerne. Wunderbar, ist auch wichtig, weil du ihn ja servieren. Das ist der Munk. Der 11-jährige Kater gehört nicht zum Hotel, der gehört Meyers. Seit ein paar Jahren hat Bea ein neues Hobby: Weben. Ich kann schon immer einen Webstuhl wählen, weil ich das im Hinterkopf hatte aus meiner Schulzeit. Ich hatte eine sehr gute Handarbeitslehrerin, die uns alles gezeigt hat, damit uns gemacht hat. Und dann hat sich da die Frage gestellt, was machen wir mit dem Raum? Das war eine alte Krümpelkammer. Und dann kam mir die Idee, jetzt ist der Punkt da, wo ich sage, wir machen einen Webraum daraus. Ich denke, dass Weben mich auf den Boden zurückbringt, weil ich Kopf, Hände, Füße brauche und das alles so schön dann in den Fluss kommt. Und das macht mich ruhiger und zufriedener. Für ihre Gäste hat sie sich etwas Besonderes überlegt. Ich
habe ein Tischset oben für jede eins, das ein bisschen aussieht wie eine Blumenwiese, weil das Thema Blumenwiese ist. Komm und komm. Stichwort Blumen. Tischdekoration muss ich neu in Angriff nehmen. Ganz normale Wiesenblumen in allen Farben, die sie zu Sträusli zusammenbinden. Mit von der Partie ist auch die Verena, die in der Küche hilft. Ich habe mir eigentlich so vorgestellt, dass wir in die kleineren, feinen Wäschen so ein kompaktes, rundes Sträuschen machen, das nicht sehr hoch aufkommt. Unterschiedlich. Ich finde das noch schön, wenn nicht alles so top ist. Wie der Natur ist ja nicht jedes Pflänzchen gleich. Ich denke, es sollte nicht zu weit aus. Mir dunkelt das jetzt noch zu hoch. Ja, das ist zu hoch, definitiv. Binden oder würdest du es fallen lassen? Ich würde es binden, aber relativ kurz schneiden. Genau. Beim Kochen wird es vielleicht ein bisschen angespannter. Die Verena weiss aber genau, wie sie Bea am besten unterstützt. Ich bin überzeugt, dass ich sie kann vielleicht ein bisschen beruhigen, gut zusprechen, einmal einen Spruch machen, dass wir auch mal etwas giggeln können. Finde ich auch noch locker. Ja, das glaube ich, das kommt gut. Mal, das schaffe ich. Aus dem Grund habe ich sie auch ausgewählt, weil sie ja auch eben wirklich stimmungsmässig sicher etwas in die Küche bringt. Schön, oder? Können nicht runterfallen. Und dann tun wir das einfach so gegen die Frau richten. Genau. Und so ein dazu. Gefällt mir. Hübsch. Alles ist bereit für einen Besuch der Landfrauen. Da bleibt sogar Zeit für einen Ausritt. Ich denke, ich würde nicht reiten, wenn ich nicht den Werner kennengelernt hätte. Und das war auch ein Prozess und er hat mir wirklich viel Zeit gelassen. Ich habe ihm einfach die Möglichkeit gegeben, wenn sie wählen hat, sie können. Aber es war kein Maus. Ich könnte erleben, wenn sie nicht für reiten, aber dann könnte man den Ausritt natürlich nicht machen. Und das wäre ja mal schade. Zeit für ein Päuschen. Solche Ausritte sind aber nicht wirklich alltäglich. Jetzt! Zu Sarah. Komm zu dir. Also, miteinander ausreiten tun wir eigentlich so oft, wie es geht. Aber es müssen alle Faktoren stimmen. Also, Bea hat es nicht gern zu heiß, sie hat es nicht gern zu kalt, sie hat es nicht gern zu windig. Auch nicht, wie soll ich sagen, es muss einfach alles stimmen. Und dann machen wir das schon. Dann machen wir eine längere Ausreite und eben nehmen wir etwas mit und geniessen miteinander. So, jetzt haben wir noch die Ruhe vor dem Sturm, he? Ja, du. Ja, dass es noch gut kommt morgen, he? Ja, kommt so gut. Bea ist ziemlich nervös. Es geht mir manchmal gut, manchmal weniger, manchmal hinterfrage ich das Ganze und manchmal freue ich mich auch. Ich kann dir noch nicht sagen, was so am Schluss überwiegt. Sie hat immer Angst, sie mache es zu wenig gut. Dabei besser geht's gar nicht. Und dann gilt's ernst. Es ist Samstag. Nehmen wir Platz, wo ihr gerne wollt. Find's so gut. Oh, ja. Das ist ganz schön. So richtig schlecht. Ja. Die
weißen Blümchen in diesen Gläschen innen auch ein paar Kerzchen. Es war wunderschön. Das Tischset, das Bea selber gewoben hat, war ganz schön gemacht. Gefrorene Stachelbeere aus dem eigenen Garten, die gibt es in einem traditionellen Streuselkuchen zum Dessert. In Streuselkuchen tut man viel Zucker wegen der sauren Beere. Dann Anke, Mehl, aber auch Haferflocken und Nüsse. Das muss die Verena allein vorbereiten, weil die Bea den Gästen zur gleichen Zeit das Menü präsentiert. Ich wünsche euch nochmal herzlich willkommen und ich hoffe, ihr fühlt euch bei uns wohl. Und ich habe mir diese Woche ein bisschen überlegt, was ihr euch denkt, was ich koche. Es war für euch nicht ganz einfach. Ich habe meine Speisekarte hier ein bisschen verpackt. Ihr könnt sie nachher, wenn ihr wollt, ein bisschen umgehen und anschauen. Zur Vorspeise gibt es einen Spinatsalat mit pochierten Eiern. Als Hauptgang mache ich einen Coq au vin mit selber gebackenen Baguette. Und zum Dessert gibt es einen Stachelbeerpie mit Sauerrahmglasse. Und wünsche euch jetzt ganz fest einen guten. Danke. Nina, du hast recht gehabt. Punkt. Juhu. Hast du Freude? Ich bin gespannt auf die Stachelbeere. Das Menü war sehr locker. Sie haben ganz erwartungsvoll angeschaut, weil sie wirklich nicht gewusst, was auf sie zukommt. Und man hat die Spannung richtig gespürt. Und das konnte ich, glaube ich, gut können, ein bisschen überbringen. Wie hast du es das vorgestellt, dass man es für den Haufen rühren oder das Blümchen machen, den Art? Nein, ich würde es auch wie eine Rosette, noch schön so eine Reihe nach der anderen auch in der Mitte gefüllt, oder? Gut. Die Vorspeise ist dran. Spinnensalat. Schau, schön. Ein Herz. In dieser Vinaigrette haben wir Rohschinken, Knoblauch, Olivenöl, ein bisschen Kräutchen und das ein bisschen ziehen lassen. Obendrauf kommen noch geröstete Baumnüsse. So weit, so gut. Aber jetzt wird es schwieriger. Sie muss die Eier pochieren. Wenn ich jetzt Ei aufschlage, dann muss ich das ins Wasser gleiten lassen, ohne dass das Ei verpledert. Das ist sehr tricky. Sechs Eier gleichzeitig. Schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Bea ist nicht zufrieden. Ich habe schon durchgeschaut. Es ist nicht schön gekommen. Aber ich probiere es dann zu retten. Es läuft nicht gut, es ist nicht schön gekommen. Aber ich tue es dann irgendwie so auf den Teller drehen, dass es einigermaßen schön aussieht. Dafür läuft es beim Werner wie am Schnürli. Ganz ein guter Weisswein zur Vorspeise. Und der hat unseren Rebbauer, der hier ganz am Iselisberg wohnt, selber kreiert. Und darum heisst er auch Handwerk, der Wein. Wer will ihn gerne probieren? Nina? Nina, ja. Okay. Grüezi. Liebe. Prost. Nicht so schlimm. Nein, ist falsch. Ihr Küche wird angerichtet. Es muss schnell gehen. Die Eier sollten warm bleiben. Jetzt musst du. Da ist voll viel Pfeffer drauf. Viel? Mhm. Voilà. Ich mal zuerst zwischen. Oder kannst du gerade servieren? Lagern. Nein, gerade servieren und die nächsten zwei holen. Komm, hopp. Nein, ich tue es zwischenlagern. So. Es geht los. Latschspinat mit pochiertem Ei. Einen guten Mitternacht. Danke. Guten Tag.
Gute, ja. Sehr gut. Rassig. Ja, also ich habe auch gekochten Spinat erwartet. Ja. Weil, aber ein Salat ist eigentlich klar. Ja, das ist ja. Eigentlich ist so klar, Salat ist roh. Aber ich habe damit gerechnet, dass er irgendwie gekocht ist, weil ich Spinat eigentlich noch nie so roh hatte. Es war wirklich sehr, sehr fein. Sehr ein feines Dressing. Und als Ei habe ich mir noch nie zugetraut, ein pochiertes Ei zu machen. Es war sehr fein. Ich denke, 6 pochierte Eier auf so genau können zu servieren, ist nicht einfach. Sie war schön flüssig, sie haben verhaht, sie sind nicht verkehrt. Hat mich gut gedacht. Mir war es einfach etwas zu viel. Aber es war sehr gut und schön rassig, hat mir gefallen. Es war gut. Und das Ei etwas pfefferig, aber mit dem Spinnen kombiniert, finde ich es so. Jeden Gang bewerten die Landfrauen auch schriftlich, ein bisschen geheim. Die Werner sammelt die Zettel der Alben ein. Reinwerfen. Wie gut die Vorspeise ist angekommen, ahnen sie nicht in der Küche. Schlechter Start. Ja, schlechter. Sehr schlechter Start. Aber wir können uns steigern. Ist auch gut, oder? Jetzt wollen sie beim Hauptgang alles geben. Bea will die Soße vom Coco Vin verfeinern. Für das nehmen sie das Fleisch raus. Das Gemüse bleibt drin. Die angebratenen Champignons und Zwiebeln kommen auch noch dazu. Brauchst du, musst sagen, wenn du Soße brauchst, gell? Du kannst mir sie wieder hier überstellen. Ich tue das hier. Die Lorbeerblättchen rausnehmen? Nein, das ist schon was drin. Die Soße wird jetzt noch etwas reduziert. Als Beilage zur Hauptspeise gibt es Baguette mit einer Zwiebeln-Kuvertüre. Auch die sind selber gemacht. Hilf mir schnell, dass ich nicht spritze. Warte. Komm. Am Schluss kommt noch ein Schuss Galvados dazu. So, jetzt lasse ich das noch mal ein bisschen köcheln. Ich würde sagen, ob noch ein bisschen mehr Salz muss dazu, bitte. Salz ist, glaube ich, nicht das Problem. Ist nicht gut? Mal ist gut. Ist gut. Ich lasse noch etwas heiß, dass es noch etwas dicker wird. In diesen Pfännchen wird der Hauptgang serviert. Ich bin halt eine, die viele Sachen im Topf kocht, weil ich dann auch abkömmlich bin in der Zwischenzeit. Und das ist für mich sehr, sehr praktisch. Und ich muss ja nicht etwas anderes machen, als was ich sonst auch mache. Bevor der Hauptgang geschickt werden kann, muss jetzt das Dessert, den Stachelbeer-Streuselkuchen, in den Ofen. Der braucht auch etwa 40 Minuten, bis er parat ist. Ja, die erste Ladung ist aufgebraucht. Soll ich es gerade mit überstellen? Ui, das sind aber große Brötchen. Jetzt bringe ich die Brötchen rein. Wir machen den Rotwein auf. Ja. Sagen, sie sollen den Wein austrinken, dann kommen wir jetzt weg. Ja. Zeit zum Anrichten. 6. Das ist heiß, es bleibt dann auch warm. Ganz so überzeugt ist Bea von ihrem Coco Vin nicht. Ich hoffe, dass es nicht stark nach Wein schmeckt. Man muss einfach selbstbewusst sein, ob es jetzt gut ist oder nicht. Man muss einfach ohne Stand sagen, es ist jetzt gut. So ist fertig. Immer genau. Gut. Jetzt könnt ihr die Töpfchen so benutzen, ihr könnt aus diesen Töpfchen direkt raus essen. Ihr könnt es aber auf den Teller schöpfen. Ihr könnt auch mit den Händen essen, ich kann auch servieren. Danke vielmals. Coco Vin mit Zwiebelbaguette. Im Kanton Zug würde das heissen, Thurgauer Weingügel. Thurgauer Weingügel. Das ist ein Schreck. Guten miteinander. Danke schön. Ja, gut miteinander. Schmeckt schon fest nach Wein, gell? Mhm.
etwas googeln. Für mich, ich war nicht so der Wein Liebhaber bin, war es fast zu viel Wein. Es war sehr fein. Für mich, wie soll ich jetzt das sagen? Es war ein grosses Brötchen und das Fleisch hat für mich jetzt so irgendetwas noch etwas gefällt. Vielleicht irgendein Gemüse oder ein bisschen Reis oder ja, irgendeine so eine Beilage fällt einfach noch dazu. Aber es ist eine gute Idee, es ist originell mit dem Pfännchen. Ja, es hat gepasst. Es war ganz gut gekocht, es war sehr zart. Aber ich musste schauen, dass ich nicht besoffen werde. Ich musste einfach das feine Brot dazu fertig gegessen, weil es ist schon sehr weinhaltig war. Das wird der Bea sicher ein paar Punkte kosten bei der Bewertung. Wieder gut machen können Sie das jetzt noch mit dem dritten und letzten Gang. Ich kann es nicht sehen. Ist ja klar. Okay. Ist gut. Tipptopp. So, machen wir den Dessert? Ja. Wie heisst Cynthia noch? Nicht mehr. Ah, super. Ist sehr ja. Gut. Suboptimal, oder? Du suchst das einfach drauf. Ja, ist schön. Zu den Stachelbeer-Streuselküchli gibt es selber gemachte Sauerrahmglasse. Das wird aber bekanntlich schnell serviert werden. Bist du zufrieden? Ja, sieht schön aus. Jetzt muss es aber rauf. Ja, jetzt ist schnell rennen, wie die Glasse vorläuft. So. Guten Miteinander. Danke. 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 Der Stachelbeerpie war sehr fein. Es war säuerlich, das habe ich gerne. Säuerlich und süß kombiniert. Es war etwas zu viel, das grosse Gläschen. Aber die Sauerrahmglasse war sehr fein und erfrischend. Das war super. Bia war sehr schwierig zum Einschätzen. Und sie hat mich sehr überrascht. Ich denke, es war noch ein gewogtes Menü mit dem Coco-Vin und etwas Spezielles, das man. Die vielleicht ja, man nicht immer hat. Von dem her habe ich es sehr mutig gefunden. Aber sie hat es super gemacht. Oh, oh. Oh, Mann, du geschafft, bist ganz gegen. Aber jetzt trinken wir eins. Ja. Haben wir aber für dich. Oh, Bea. Ich hoffe, es hat einen gut geschmeckt. Danke schön. Ja. Danke. Oh, sehr schön. Das ist super, Bob. Und super. Du auch. Ja, danke. Oh. Ich habe es gut gemacht, aber es war nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe gemeint, es wäre viel toller und ich hätte es noch schöner auf den Teller gebracht. Und, ja, also, es ist einfach alles überall ein bisschen schnell gegangen und das hat darunter gelitten. Das ist meine Empfindung. Wie das dann oben ankommt, das kann ich nicht beurteilen. Am Applaus nachher darf Bea aber zufrieden sein mit ihren Kochkünsten. Den Rest des Abends kann sie sich jetzt endlich entspannen. Nächste Woche geht es zur Sonja Schild auf Iseltwald im Berner Oberland. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.